Schön, dass du wieder eingeschaltet hast auf Man Cave Printing. Heute zu einer weiteren Folge des Clipper Installations Tutorials. Ich hoffe, es ist alles klar aus dem letzten Video. Es hat alles geklappt. Sollte da was unklar sein oder ich sollte irgendeinen Schritt übersprungen haben oder irgendwas ging zu schnell, einfach unten in die Kommentarbox schreiben und dann probiere ich das bestmöglich zu beantworten, damit das auch bei dir klappt. Jetzt ohne große Umschweife für dich direkt weiter zum Tutorial am Computer. Wie im Grundinstallationsvideo versprochen, möchte ich euch jetzt natürlich auch noch zeigen, wie man den PID-Tune macht. Und zwar regelt dann der Drucker einfach die Temperatur besser an einer gewissen Stelle, weil er sich da gewisse Regelwerte holt und dann nicht Überschwinger oder Unterschwinger hat und das Ganze dann einen gleichmäßigeren Druck hervorbringen sollte. Dafür müssen wir hier in die Konsole gehen. Da gibt es einfach einen Befehl, das ist PID-Calibrate-Heater gleich Extruder. Also wir machen zuerst unseren Extruder. Dabei wird das Heizelement ausgewählt. Hier können wir dann auch noch das Bett reinschreiben. Das kommt im nächsten Fall. Und das Target ist unsere Zieltemperatur in Grad Celsius. Ich drucke meistens PLA auf dem Drucker. Das bei 205 Grad Celsius. Dann drücken wir einfach auf den Pfeil, um das zu senden. Und ihr seht, das springt sofort an. Das geht jetzt ein paar Heizzyklen durch. Und das zeige ich euch jetzt hier einfach im Zeitraffer. Und danach müssen wir das Ganze noch in der Konfigurationsdatei speichern. Und danach folgt das ganze Spiel nochmal für das Bett. Ihr seht, das ist jetzt einfach das Ganze immer verfahren. 205 hat es abgeschaltet, den Überschwinger gemessen und dann wieder runter, hoch, runter, hoch, runter, hoch, runter. Und dann haben wir hier die PID-Parameter. Und wir sehen, die Werte sagen uns jetzt nicht viel, aber es sagt uns gleich, der Befehl hier saveconfig, den wir einfach mal kopieren und hier einfügen, der speichert uns die jetzt in unsere Printer-Config. Das restartet dann natürlich auch immer den Drucker, das muss man wissen. Wenn es was druckt, geht das aber eh nicht, also da keine Sorge. Und wie gesagt, wir machen das Ganze jetzt noch für das Bett, also Heater-Bett. Target ist bei mir dann 50 Grad Celsius. Und einfach wieder auf Los. Dann heizt das Bett entsprechend los. Können wir auch hier wieder sehen. Und da passiert jetzt das gleiche wie hier. Wir kriegen dann wieder die PID-Werte und speichern die ab. Auch hier sehen wir die neuen Werte für die Regelung. Save, Config, Enter. Drucker startet neu. Und es ist alles eingespeichert. Und wieder mal herzlichen Glückwunsch, du hast ein weiteres Tutorial abgeschlossen. Du bist einen Schritt weiter, Clipper installiert zu haben. Hoffentlich hat diesmal auch wieder alles geklappt. Wenn nicht, wie am Anfang des Videos schon gesagt, einfach unten in die Kommentarbox den Kommentar oder die Frage schreiben und ich probiere das bestmöglich zu beantworten. Wenn alles geklappt hat, dir das Video gefallen und geholfen hat, gerne einen Daumen nach oben geben und ja nicht vergessen zu abonnieren, denn morgen geht es schon weiter mit dem nächsten Tutorial.